Herzlich willkommen zum täglichen Monolog am Dienstag. Leute, es gibt gute Nachrichten. Die Lebenserwartung in Deutschland ist tatsächlich gestiegen. Die schlechte Nachricht, Horst Seehofer schafft wohl noch eine Amtszeit. Die Lebenserwartung der Frauen ist im Saarland am geringsten. Frauen oder wie man im Saarland sagt, Weibchen. Aus der Studie ging aber jetzt nicht hervor, ob man im Saarland jetzt in Menschen- oder Rinderjahren gerechnet hat. Die Lebenserwartung der Männer ist in Sachsen-Anhalt am geringsten. Das ist für Männer, die in Sachsen-Anhalt leben müssen, allerdings eher eine gute als eine schlechte Nachricht. Einkaufen für ein Vier-Gänge-Menü. Das will er heute für seine Gäste kochen. Morten Krüger-Wulf hat kein eigenes Restaurant. Er kommt mit seiner Fahrradküche dorthin, wo seine Gäste gerne essen möchten. Passend dazu folgende Meldung: Viagra wird heute 20 Jahre alt. Wenn du in 9 Monaten 20 wirst und einen alten Vater hast, dann weißt du, was passiert ist. Seit 20 Jahren rollt Opa nachts nicht mehr aus dem Bett. Aber Viagra hat auch Nachteile. Viagra ist zum Beispiel schlecht für die ZDF-Quote, weil ältere Menschen zum Entertainment einfach nicht mehr so auf Andrea Kiewel angewiesen sind. Viagra, oder wie Harvey Weinstein sagt, Karriereende. Müsste doch schon hier sein. Deutschland weist 4 russische Diplomaten wegen dem Giftanschlag in Großbritannien aus. Gerhard Schröder ist schon auf Wohnungssuche bei immobilienscout24.eu. Wenn alle Stricke reißen, dann muss er sogar bei wggesucht.eu schauen. Es ist zwar noch lange nicht bewiesen, wer hinter dem Anschlag steckt, aber der Videoschiedsrichter in Köln ist bereits beauftragt und kümmert sich. Schon vor der Aufklärung werden hier harte Konsequenzen gezogen. Das sind doch die russischen Methoden. Warum müssen wir auf einmal hier Russland imitieren? Was kommt als nächstes? Angela Merkel fängt an, Eishockey zu spielen und reitet oberkörperfrei durch die Lüneburger Heide? Bitte nicht! Die 4 russischen Diplomaten müssen Deutschland innerhalb von 7 Tagen verlassen. Horst Seehofer hat dazu gesagt, jeder Ausländer, der das Land verlässt, ist ein guter Ausländer. Sie können jetzt selber entscheiden, ist das verrückt oder ist das die Zukunft? Die von Dezember bis Ende Februar gezahlte extra Ausreiseprämie von bis zu 3.000 Euro hat nicht für mehr freiwillige Ausreisen gesorgt. Die Zahl der freiwilligen Ausreisen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat sich, und jetzt haltet euch fest, halbiert. Man könnte fast meinen, zu wenig Geld wäre gar nicht die Fluchtursache, sondern Dinge wie eine schlechte Infrastruktur, Korruption, wenig Freiheit oder Sicherheit oder ein schlechtes Netflix-Angebot. Was will ich mit 3.000 Euro, wenn ich kein fließendes Wasser im Haus habe? Das Innenministerium hat dazu gesagt, grundsätzlich halten wir das Programm für ein gutes Instrument, um flexibel und wirkungsvoll Anreize für eine freiwillige Ausreise zu setzen. Das heißt, habe ich das richtig verstanden? Das Innenministerium von Horst Seehofer ist für weniger Abschiebung? Wahrscheinlich hat er nur Schiss, dass er irgendwann Opfer seiner eigenen Politik wird und zurück nach Bayern zu Markus Söder muss. Das war der tägliche Monolog für heute. Ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein. Bis dahin, ciao.